Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser vierten Folge der Serie zu Pet Sounds geht es um die Erstellung eines Pet in Bitwigs Phase 4 Synthesizer. Ein Phasenmodulations- und Distortion-Synthesizer, der von vielen oft für Bässe oder auch FM-ähnliche Sounds genutzt wird, gerade bei zum Beispiel Drum and Bass oder Dubstep. Aber er kann auch schöne weiche Pads. Wenn du mehr über ein angesprochenes Grundkonzept wissen möchtest, dann schau dir einfach die erste Folge der Serie mit Bitwigs Polysynth an. Der Link ist unten in der Beschreibung oder schreib mir die Frage als Kommentar unter das Video. Und auf jeden Fall solltest du noch die anderen Pet-Sound-Videos anschauen. Aber legen wir doch einfach mal los. Hefte raus, Klassenarbeit. So, das ist der Phase 4 Synthesizer und ich klappe hier das mal zu, damit er in voller Breite sichtbar ist bei der Skalierung. Und normaler Ton vom Phase 4 Synthesizer klingt so. Und daraus machen wir jetzt einfach mal einen kleinen schönen Pad-Sound. Und der Phase 4 ist ja aufgebaut mit vier Oszillatoren hier und standardmäßig ist nur ein Oszillator, nämlich der rote, hier auf Out gestellt, also mit einem Output. Die anderen Outputs sind alle leer gestellt. Und was bei dem eigentlich ganz schön ist, wenn man hier auf das Maximieren Fenster oder Show Expanded View draufklickt, dann kriegt man so eine Sicht, was die ganzen Oszillatoren nämlich machen. Und das allererste, was ich machen möchte, ist alle Oszillatoren auf einen Sägezahn zu stellen, weil ich wieder mit einem Sägezahn anfangen will, wie auch in den anderen Videos, weil für mich so als Vorbild eben dieses Streicherorchester, dieses leicht gefilterte, gemutete, nicht wirklich gemutet, Streicherorchester ist. Und da nehme ich als Grundlage einfach einen Sägezahn. Und da wähle ich jetzt hier einfach Saw aus. Und Saw ist einfach von Sinus nach Sägezahn, wenn ich das hier morphe. Das sehe ich auch schön hier oben, dass ich hier so einen Sägezahn habe. Und das mache ich jetzt einfach mit allen Oszillatoren, die ich habe, und drehe auch alle auf hier. Nehme hier auch noch mal die Modulation raus. Die Modulation nehme ich komplett raus. Die will ich gar nicht haben. Dann nehmen wir hier wieder Saw, Modulation raus. Dann die Ratio hier noch auf ordentlich einstellen. Das habe ich nicht gemacht bisher. Hier ist alle Modulation aus. Den Output an. Dann hier auf Sägezahn. Komplett Modulation aus. Den hier runter. Hier ist auch alle Modulation aus. Und das ist der Output und wenn ich jetzt ein C drücke, habe ich ein sehr lautes C. Mache das hier gerade mal zurück und nehme mal die Velocity raus. So. Und ein Akkord. Also nochmal lauter, nehme ich doch mal ein bisschen raus. So, das heißt, ich habe ja schön überall Sägezähne und als Output kommt auch ein Sägezahn raus. Das bleibt leider nicht stehen. So, das erste, was ich machen kann, ich kann zum Filter hingehen und gleich mal eine andere Flankensteilheit hier benutzen über dem Filter hier. Also so eine vierpolige, das steht hier auch nochmal unten in der Infoleiste. Und drehe den Filter einfach mal zu. Dann habe ich das hier. Aber vielleicht drehe ich den nicht gleich ganz so zu, sondern mache es einfach nochmal ein bisschen leiser. Weil ich will ja jetzt wieder mehrere Stimmen haben. Ich habe zwar jetzt vier Stimmen und die könnte ich jetzt auch so ein bisschen detunen, indem dass ich nämlich hier oben bei diesen Keyboard-Tracking-Sachen einfach jeweils einen anderen, den lasse ich hier auf Normal. Da stelle ich ein bisschen was anderes ein. Einfach mal plus 10, hier mache ich minus 10. Und hier mache ich, können wir den hier plus 5 machen. Und den hier minus 5. Dann haben wir so eine ähnliche Verteilung.
So, und das ist jetzt aber noch nicht so ganz genau das, was ich haben will. Ich habe hier jetzt halt kein Unison-Feature. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch noch hingehen und sagen, ich will hier Voice-Stacking machen, sodass ich quasi noch mehr Phase-4-Synthesizer quasi übereinander stapeln kann. Aber ich probiere es erstmal, ob ich das so hinkriege. Und zwar nutze ich jetzt hier einfach auch nochmal dieses Feature, wonach mit einem Oszillator quasi rechts und links unterschiedliche Pitch-Höhen ausgegeben werden, zusätzlich. Das Ganze mache ich hier in dem Stereo-Modus, weil in dem Mono-Modus würde einfach nur die Stimme hoch oder runter gepitcht. Im Stereo-Modus wird links und rechts einfach unterschiedlich gepitcht. Und das mache ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen. Und da hört man schön, wie es jetzt in Stereo rausgeht. Ich mache das nochmal weg hier. Und das mache ich jetzt mit jedem Oszillator. Vielleicht auch mal in die andere Richtung. Vielleicht nicht das gleiche hier. Und das Schöne ist, ich habe hier so ein Detuning drin. Und jetzt kann ich hier nochmal gucken. Die laufen nämlich ungefähr genau gleich schnell. Wie ich die jetzt nochmal unterschiedlich schnell laufen lassen kann. So erzeuge ich dann nämlich einfach auch immer nochmal einen Unterschied. Die laufen ungefähr gleiche Geschwindigkeit, aber in die andere Richtung jeweils. Und die laufen auch so ungefähr in andere Richtung jeweils. Aber das ist schon mal ein schöner Sound, wenn ich das Ganze jetzt nochmal mit dem Filter hier zudrehe. Da habe ich das hier, Flankensteilheit, habe ich eben vierpolig genommen. Und jetzt könnte ich nochmal im Vorfeld einfach mal gucken. Ich habe hier unten habe ich die Amplitude Envelope, also ADSR. Dann kann ich hier mal schauen. Hier ist es jetzt schön in Millisekunden angegeben, beim Polysynth war es in Prozent. Maximal 8 Sekunden. Dann nehmen wir doch einfach mal so knapp 5 Sekunden hier als Attack, 5 Sekunden ungefähr als Decay. Sustain brauchen wir nicht wirklich laut. Und Release machen wir einfach, ja, so 5, 6 Sekunden, sowas im Dreh. Das glaube ich ganz gut. So, und jetzt nehmen wir die Filter Envelope dazu. Die ist direkt hier über der Amplitude Envelope, also Hüllkurve. Und hier ist wieder dieser Filter Envelope Amount. Das heißt, wenn ich den in diese Richtung drehe, geht der Filter hier so auf. Deshalb drehe ich den Filter jetzt einfach mal ordentlich zu. Und drehe hier vielleicht ziemlich auf, sodass ich hier relativ leise werden kann. Ich muss mal gucken. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Wie sich der Akkord anhört. Da muss ich vielleicht, da ich mal volle 8 Sekunden. Das dauert aber dann relativ lange. Ich brauche den Effekt. Und das ging jetzt richtig flott. Also wir haben die Oszillatoren eingestellt, dann den Filter hier eingestellt, die ADSR für die Lautstärke, für die Amplitude, dann den Filter ADSR, also Filterhüllkurve mit dem Envelope Depth, den Filter eingestellt. Das Einzige, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn ich Tasten drücke, fehlen mir Noten.
beziehungsweise Sounds. Und dann gucke ich nochmal, beim Phase 4 sind 6 Voices eingestellt. Das ist vermutlich ein bisschen zu wenig. Und was hier noch der Fall ist, ist Still Same Key. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass er den Ton beendet, wenn ich den nochmal drücke, um ihn dann neu anzufangen. Weil gerade mit einer langsamen Attack gibt es dann so, wie wenn dieser Ton einfach wegbricht. Ich mache ja, spiele jetzt gerade mal 2 Akkorde. Huch, wenn ich mehr Voices dazulege, dann hört der auf. Das ist ja merkwürdig. Okay. Beim Wegnehmen hätte ich jetzt vielleicht erwartet, dass er Töne abschneidet, aber nicht alles ausmacht. Und das ist schon unser Pad im Endeffekt. Das ging ja wirklich extrem schnell. Aber vielleicht auch deshalb, weil ich etliche Konzepte schon in Vorvideos immer so ein bisschen erklärt habe und hier jetzt nicht ganz groß ausgeholt habe. Aber wenn man eben diese Algorithmen so einstellt, dass man einfach nur Sägezähne hat und eben mit dieser Ansicht nochmal guckt, dass alles so ein bisschen unterschiedlich schnell läuft. Auch in verschiedene Richtungen, dass man die Stimmen schön verteilt. Man könnte jetzt zum Beispiel hier noch anfangen, zum Beispiel die Phase unterschiedlich setzen, dass man vielleicht fangen wir den einfach mal bei 180 Grad wäre eine Welle. Machen wir den mal so bei, keine Ahnung, 36, den Minusbereich. So, und den Unterschied wird man nicht so wahnsinnig hören. Man würde es besser hören, wenn der Attack ganz kurz wäre. Wenn ihr euch vielleicht erinnert oder wenn ihr das Video zurückspult, am Anfang war es so ein Phaser-Effekt. Das kam daher, weil alles mit der Phase 0 gestartet ist. Ja, dann doch schneller fertig geworden, als ich gedacht habe. Aber schön, so ein Video kann ja auch mal kürzer sein. Habe ich sonst noch irgendwas in die Richtung? Gut, man könnte jetzt anfangen, hier irgendwas zu modulieren. Da geht es aber von dem ganzen Sound so ein bisschen weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier an dem roten was modelliere, muss ich natürlich den Mod-Schalter in eine gewisse Position bringen. Ich drehe den einfach mal volle Kanne auf. Greife mal einen Akkord, einen tieferen. Mit sich selber oder mit einem anderen, mit mehreren. So ein Flügelflattern. Gott, schwieriges Wort. Drin. Und damit ist schon ein Pad erstellt. Also, wie gesagt, bin ich schon seit ein paar Minuten damit fertig. Das ist jetzt einfach nur noch so ein bisschen Rumspielerei, weil einfach Pads einfach wunderschön sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer, wenn ihr ein paar Ideen dazu habt, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr noch ein paar Tipps dazu habt oder sowas, schreibt es in die Kommentare rein. Da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die ganz glücklich sind, wenn man immer so ein paar Gedankenanstöße bekommt. Nicht nur ich, sondern auch andere. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao. Ich habe den Release vom Filter nicht hochgedreht.
Der hier. Der muss natürlich auch hoch. Der war jetzt einfach hier unten. Wenn ich die Tasten losgelassen habe, dann die Modulation einfach runter. Wenn ich die jetzt auch wieder hoch mache, dann kann das schön ausklingen. Oder noch länger. Aber das war's jetzt wirklich. Bis dann. Ciao, ciao.